Ja, ach Gott. Dann können wir das noch am... Also auf jeden Fall abends. Morgen hast du keine Zeit, gell? Daniel. Morgen früh bin ich nicht da. Ich muss also, morgen zu Schwiegereltern. Okay. Ja, eben, eben. Aber wie gesagt... So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es so funktioniert. Heute mal ohne. Nächstes Mal mache ich es ja mit Gran, aber heute ist ohne. Wir haben uns gerade noch ein paar Produktionsstätte geholt. Ach du heilig. Das ist ja fast voll. Achso, ich habe ja gesagt, ich wollte vorspulen, gell? Machen wir das jetzt mal. Dürft ihr auch die hier. Weil wir sind gerade dabei, die ganzen... Manu hat ja gestern, oder vor, nee, war das vorgestern oder gestern, hat er hier die Bäume alle gefällt. Und der Daniel ist ja gerade alle am Stutzen und alle auf den Haufen werfen. Und macht noch die ganzen Baumstämme weg. Und ich versuche die Produktion alles immer zu füllen. Weil für die Achterbahn haben wir jetzt momentan gerade das Wichtigste. Metall brauchen wir irgendwann noch. So. Dann mal gucken.
Ich bin gleich wieder da. Jo. So. Schau mal. Ach ja. Das sind echt schicke Häuser, ja. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welches meins ist. Das glaube ich dir. Dann hol dich jetzt dazu. Weil ich will, ja, wie gesagt, auf dem Grundstück hier, was wir hier haben, will ich eine kleine Baumschule aufbauen. Um das später dann auf die Haut Bellarot zu exportieren. Da. So wie ich mir das halt also gucken, ob es geht, wie gesagt. Alles darf ja, es darf ja auch nicht zu viel auf der Karte drauf sein, sonst habe ich ja auch wieder FPS-Einbrüche. Aber ist schon was Tolles. Rotor, sagt mal Hallo mit dem T-Rex. So. Oh, das ist so eine blöde Ecke da. Ich habe mit dem Pump and Hoses und diesem BKA-Tool. Ich meine, auf der Hautbellera gibt es schon eine BKA. Aber ich brauche sie nicht unbedingt. Die Frage ist halt nur, mit dem, was ich halt davor habe, ich meine, ich habe es auch irgendwann in den einen anderen Video oder Stream mal erwähnt, dass ich ja quasi nach am jeden Feld so einen kleinen Güllenbunker drauf mache. Ich habe es halt damals nur von der, ach, wie hieß diese osteuropäische Karte? Du hattest auf dem Bauernhof ein komplettes Güllenbecken, also kein rundes, sondern einfach ein rechteckiges. Bist hochgefahren, hast überladen, bist an dein Feld rausgefahren. Und hast dort überladen. Das ist nur so ein kleiner Gülleschacht, wie das da war. So, aber es ist quasi durch ein unterirdisches Rohr quasi verlegt. Aber in der Nähe deines Hofes gewesen. Und, naja. Es ist ja nicht schlecht. Und da ich ja dann nur diese Gülleverschlauchung bräuchte, oder wie gesagt, wenn man halt mal sagt, man würde halt kein Güllefass haben, weil die Selbstfahrer, also ich habe die einmal mit dem, ich bin ja einmal mit dem Hänger die gefahren, die Gülle, aber ach, ich weiß nicht. Wenn man halt schon das Pump and Hoses halt hat, dann soll man es auch benutzen, das versuche ich halt in dem Moment.
da ein bisschen was aufzubauen. Ob es was wird, schauen wir mal. Aber dafür müssen erstmal meine Kühe ordentlich Gülle produzieren. Und deswegen ist es ja auch da so die Sache mit Mais Plus. Wie gesagt, für die Produktion, warte mal, für die Karte Thüringen V3, da habe ich mir auch schon mal geladen, wo man ja auch Mais Plus und ich glaube noch was benutzen kann. Das werden halt, ist halt sowas nicht schlecht. Vor allem dann sich mal die Gedanken mit einem eigenen Rezept machen. Also. So. Ich hatte nämlich auch gestern war nämlich Papa Björn online gewesen. War auch ein lang waren wir wieder online, ja. Dem ich auch regelmäßig da mal im Stream war. Macht halt Hobby und wenn es die Zeit halt zulässt. Ja, das stimmt, aber ja. Ich mach's halt immer schön auf die Länge von dem Hänger da. Halt. Pi mal Daumen. Löcher. Ah. Löcher braucht das Land. So. Das sollte aber reichen jetzt, ja. Normalerweise sortiere ich ja auch immer die Spitzen aus, ne? Also wenn ich die Spitzen habe, dann kommen die auf dem extra auf und die kommen direkt zum Schredder. Aber das mache ich nur am Kran, wenn ich lade. Aber es stimmt. Ich stehe auch dazu, vom Holzladen habe ich echt überhaupt keine Ahnung. Hey, wenn du mir Bretter gibst, alles okay. Planewagen, kriegst du drauf. Aber sobald was mit denen da ist, oder... es gibt ja auch diesen MAN dafür. Gerade, da habe ich überhaupt keine Ahnung, ey. Also... Manu hätte ja auch lieber den großen, ach, wie heißt er hier? Den Multifunktionssäger. Oh, Entschuldigung, ich muss erst mal gucken, wie der heißt. War das der oder war das der andere gewesen? Nee. Ja, er hat ja lieber den hier. Ein Haf. Ja.
Alter. Ah, so, okay, okay. Der ist voll. Er ist voll. Ja. Ich glaube, vorerst können wir da erstmal nichts mehr machen. Bibi. So. Also das heißt, du hast wirklich so einen geilen Schlitten gefahren, wo du hinten quasi also hinterm Führerhaus so ein Kran und du hast ja dann noch die zweite Achse. Ah, was heißt die zweite Achse? Also nicht so ein Tandem, sondern es gibt ja dieses andere, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Also du hast ja... Weil der hat ihn quasi dann hinten auf seiner Sattelplatte, oder da, wo man quasi sagen würde, seine Sattelplatte draufgelegt und ist dann auch da rumgefahren. Ah, coole Sache, auf jeden Fall. So. Ja, Daniel, ich kann jetzt gerade nichts mehr machen. Warum nicht? Produktionsstätte sind alle voll. Oh. Ja, denn? Aufräumen. Jo. Komm. Dann kann ich dir helfen. Hier oben liegt schon eine Menge fertiges Holz. Ja, denk dran, aus Strafe muss Manu auch noch was machen. Ne? Denk dran. Der kann putzen. Putzen. Jeden einzelnen Traktor mit der Zahnbürste. Mit der Zahnbürste, ja, das ist gut. Na gut. Okay, dann renne ich mal rum und mach die ganzen Baumstämme da weg. Da habe ich auch schon also, währenddessen ganzen kann. Arsch voll weggemacht. Immer wenn man was unterwegs beim Laufen sieht, eben schnell wegmachen. So. Okay, der geht nicht. Warum nicht? Ja, bei manchen muss aufpassen, die backen ein bisschen rum. Ja, den hier krieg ich nicht weg. Ach, das ist weiter weg dann. Haben wir noch ein Bämscher? Aber konnte man nicht irgendwie noch Holz beim Sägewerk irgendwie lagern? Lagern, ja, irgendwas. Also du kannst es zum Beispiel jetzt mit dem Wasser, du kannst es da reinschmeißen. Dann holt er sich das ja selber. Ja, das habe ich ja gemacht die ganze Zeit. Also. Ach, Moment, nein, da gab es doch diese Klippe. Na super, ich bin so ein Vollhong, ey. Ja, stimmt. Statt unten reinzufahren. Kannst du quasi, du verschlingst und dann ist so beim Wasser dieser Bogen da, dann wird es automatisch reingeworfen. Ja, stimmt. Ah, oh, das habe ich voll vergessen. So. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten die Baumstümpfe stehen lassen, die soll Manu nachher wegmachen. Ja, die darf er.
Wäre auch dafür. So, drehen wir den ganzen Schwumpuck. Ja. Gute Frage. Ja, ja. Ich habe immer fleißig Spinat gegessen. Haha, Popeye. Mhm. Jetzt kommt er hier mit Popeye an. Ja, ja. Wisst ihr, was ich bei dem alten Eurotruck, den ersten immer gefahren habe? Immer die... Ja, gell, es ist. Ich habe ein grünes T-Shirt an. Leider. Ich bin immer gern Holz gefahren. Bei dem ersten ETS bin ich immer gern Holz gefahren. Doch, das war einer meiner Lieblings- und Bauernhof. Holz, Milch, Milch, was war's noch? Käse. So, wo komme ich jetzt lang? Ah, okay, das war jetzt nicht, aber. Ja, ich bin halt so ein halber Geist, ne? Boah, ja, das Nadelholz vor allem. Das Nadelholz, das liebe ich am meisten. Oder wenn es frisch gemähtes Gras, was ich sehr mag, und Nadelholz. Das ist richtig lecker. Ist es aber, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Kiefern, unterschiedliche Tannen. Sind die wirklich vom Geruch, also gibt es auch wirklich Baumsorten, die unterschiedlich sind von den Gerüchen her? Wenn sie gefällt worden sind oder ist Holz einfach gleich Holz? Nee, auf keinen Fall. Weil, das habe ich mich auch mal gefragt. Oh oh. Hm? Da fliegt ein Baum durch die Welt. Ah. Ja, der ist gerade bei mir darunter. Das war bestimmt die Klobest. Hab ich dich getroffen? Nö. Ach, war. Schade. Warte mal, ich muss gerade den einen Baumstamm nochmal wegholen. So, das kannst du. Sag. Kriegst du das wohl anständig hin? So, das ist. Ach, das. Ja, jetzt wollte er mir schon hier den Stamm über das Köpfchen hauen. Ja? Ich war kurz am Überlegen, ja. Hm. Ja, ich hab ein Videobeweis, ich weiß bei dir fein. Was? Nix, nix. Okay. Ah, hallo. Hey. Perfekt. So, hier unten liegt auch noch ziemlich viel Gestrüpp. Glaube ich. Ja, hoppala. Ampig. Oh Gott. Ich mir noch so ein Obelix, ne, wo du da einfach mal so hui. Die Aufgaben der Götter.
Weitwurf. Hier ist ja wieder so ein mieser Baum. So. Das kommst du ja gar nicht dran. Und Beweise verschwinden lassen. Oh, so ein frisch gemahlener Kaffee ist einfach das beste Leben, ne? Ja. Ich will ja immer noch die Sorte, die Pavel bei sich im Laden verkauft. Das hab ich schon mal ausprobieren. Die kann man aber nicht online bestellen, oder? Ich glaube, er hat mal gesagt. Ja, also er hat definitiv mal gesagt, von wo er die hat. Ja, ja. Aber mir ist der Name nicht eingefallen. Also mir fällt nicht der Name nochmal ein, muss man bei ihm nochmal nachfragen. Weil ich glaube schon, dass du bei ihm, dass es bei ihm bestellen kann. Ach jo, was ist denn mit dir halt los, ey? Ach, dann bleibst halt so. Oh! Ich bin rausgeflogen. Oh! Was ist da los? Gute Frage. Ich check grad mal ab. G-Portal.